Hallöchen, Freunde, und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Truth. Wieder mit dabei ist der Stilling. Hallo. Hallöchen. So, wir wollten gerade, ja, ich bin hier ein bisschen hochgejumpt, einfach um die schöne Aussicht zu genießen. Mein und guter, ich bin mal wieder ganz unten. Mein guter Kollege darf das ja nicht genießen, weil er keine Jump-Funktion hat. Nein. Also sieht echt gut aus, muss ich sagen. Ja, wo laufen wir weiter? Ich würde sagen, weiter unten nach unten rechts, wa? Ich würde sagen, wir laufen irgendwo hin, wo ich auch mal rauf kann. Okay, dann laufen wir weiter nach unten rechts. Ich muss natürlich aufpassen. Unten. Meine alten Professoren haben immer geschimpft, wenn du sagst, unten rechts oder so statt Südosten. Naja, ich weiß jetzt zwar nicht genau, wo du bist, aber du solltest mir auf jeden Fall helfen, weil hier sind viele, viele Monster, die richtig, richtig böse Aua machen. Hier ist ein Haus, hier ist ein Haus. Genau hier. Bei dir. Ah, hier bist du. Claim das Haus. Auf gut, geht's. Richtig fett fighten jetzt. Ich habe wieder alle Tränke voll. Piu, 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 piu. Wir müssen nochmal unsere Bomben einsetzen. Ich habe jetzt 7 davon. Warum hast du so viele Bomben? Wie hast du die? Ich habe eine. Was? Ich habe eine einzige. Nee, eigentlich nicht. Aber ich hätte eher gedacht, man bekommt die Bomben gar nicht. Guck mal, da hinten ist ein Dungeon, oder? Geradeaus? Ah, stimmt, ja. Der ist noch nicht erforscht worden. Von normalen Mobs ganz selten, glaube ich. Okay, anscheinend ja nicht so selten, wenn du schon 7 Stück davon hast. Ja, ich meine, wenn du vergleichst, wie viele wir schon besiegt haben. Ja, sehr cool. Der Dungeon ist noch nicht erledigt. Ist ja logisch. Ist noch kein X auf der Map. Ah, stimmt, der Drache. Do it, do it, do Blazing it. Blazing Ambulance. Durch. Und wieder meine mega fettes. Mein Maschinengewehr hier ist mega cool. Wenn ich vergesse, erinnere mich. Ich möchte beim Boss dann eine Bombe verballern. Okay. Ich werde dich. Oh, du bist Level 7. Yay. Glückwunsch. Herzlichen Glühstrumpf. So, jetzt stehe ich kurz vor meinem zweiten Mastery-Rang. Ich bin schon gespannt, was dann passiert. Ah, stimmt. Ja, da gibt es ja auch noch. Ja, oh, du bist kurz vor deinem zweiten Mastery? Also vor deinem... Echt krass, ich bin gerade mal bei 2/3 vielleicht. Ja, ich schätze, so 10% fehlen noch, schätze ich mal. Hast du das durch das Level jetzt gerade bekommen, oder wie? Jo, das steigt immer beim Level ab. Ja, weißt du, sie gehen wieder direkt auf mich, Schweine. Immer. Danke fürs Wegstoßen. Dein Burger schmeckt besser. Deiner ist schon vergammelt. So ein Gammelbegriff. Ja, ansonsten, gammeliger Burger. Ansonsten habe ich nichts Neues bekommen. Nee. Vielleicht verstärken die sich. Kann sein, dass sie sich verstärken mit dem Level. Aber da müssen wir wirklich drauf achten. Man bekommt eben immer mehr Stats dazu. Und genau. Jetzt fehlt mir noch ein Level für die ganzen OP-Items, die wir da die ganze Zeit looten. Ich glaube, nach dem Drachen sollte ich auch auf Level 8 sein. Auf Level 7. Genau, die Bosse geben ja mehr, stimmt ja. Und da unten ist schon wieder so eine Welle, schade. Also langweilig. Ja, ich glaube, wenn immer Danger steht, dann ist es so eine Welle. Ja, ja. Und ja, wenn so ein Boss steht. Ach, diesmal auch alles. Unten. Ja, diesmal sind die Gegner ja nicht gut. Also, nicht sondern. Ja, habe ich Tränke jetzt dabei. Hast du mal mehr Mut gesammelt? Ja. Ich muss jetzt nicht feige von oben schießen. Aber sie gehen auf mich dummerweise. Ich würde interessieren, was passiert, wenn wir da rauslaufen. Wollen wir das mal testen? Nee. Einfach nur. Okay. Es könnte sein, dass es sich dann resettet, aber mich würde es echt interessieren. Komm raus. Okay, ich bin draußen. Nö, passiert nichts. Ja, wozu gibt's das dann? Was vielleicht soll das so sein? Einfach nur so Battle Arena. Sieht ja bestimmt cooler aus. Nice, 400 XP. Wow, wer ist das denn? Der hat mich vorhin geaddet. Da ist gerade einer gespawnt. Online! Was? Online Lion auf der. Der hat eine Katze? Alter, ich hab den auf der FL, der ist Mastery Rang 14. Ah, ist so ein kranker Sucht. Die wahrscheinlich, ja, weiß ich nicht. Vielleicht hat er ein bisschen was gekauft mit echtem Geld, kann auch sein. Das heißt nicht Level 14, sondern Mastery Rang 14. Alter Schwede. Nicht schlecht. Die Leute hatten bei dir übrigens geschrieben gehabt, dass es irgendwie möglich ist, ein Pet zu bauen, ne? Gleich am Anfang. Hast du das gelesen? Am Anfang? Wir haben die Mats, glaube ich, noch nicht dazu. Die meinten, das ist ganz easy, gleich am Anfang zu machen, aber kann jetzt nicht so sagen. Vor uns ist direkt noch ein Dungeon, wa? Noch ein Drache. Aber langsam müssen wir auf jeden Fall nachschauen. Langsam werden die Drachen langweilig, oder? Oder willst du noch weitermachen? Mit den Drachen? Schon irgendwie. Ah, ne, ist auch nichts drauf. Überall nichts drauf. Anderen Gebiet. Dann lass mal zu dem Grün weiterlaufen. Lass ihn kämpfen, wenn er Lust hat. Der hat einen Flammenwerfer, die Sau. Das aber dann ist er bestimmt auch ganz länger. Noch ein Drachen. Kommst du es auch. Noch ein Drachen, Schrein. Aber das ist ein anderer Schrein. Das ist kein wirkliches, kein... Siehst du das? Ja. Aua. Oh, sieh dir das mal an. Ach, du bist schon wieder oben. Hau doch ab, Mann.
Aber mein Gott. Du hier? Siehst du das? Kannst du mit Jump'n'Run rauf? Wir können über links, wir können rechts und links rüber, also das kannst du auch machen. Das ist mal heftig. Alter, wie krass. Ja, Alter, ich sehe es gerade. Richtig krass. Wir müssen aber erst das ganze komische Vier killen. Das ist mal richtig cool. Ich werde bestimmt reinfallen, aber egal. Egal, ne? Egal. Hier hinten lang wahrscheinlich. Da gibt's nämlich diese, ich wollte gerade fragen, wo geht's los? Diese Jump-Blöcke, da brauchst du. Slay the Ember Drake. Oh Mann. Okay, was hier haben wir. Was haben wir hier? Wollen wir es kaputt machen? Nee, nö. Ah, hier kann man normal rüber jumpen. Also auch du kannst den Genuss des Drachens. Auch ich kann, ja. Genießen. Und ich glaube, in der Mitte ist er, oder? Und rüber. Oh mein Gott. Ein kleiner Mini-Drache. Wow. Ah, du kannst nach dem Sprung von dem Blöcken. Wow. Auch noch Shift drücken. Verdammt, stell dich mit dem Rücken zur Wand am besten. Oder ich mach das mal. Ja, tank du mal. Oh. Haben wir gerade jemanden sauer gemacht? Hier unter mir ist noch einer. Hier unter mir ist noch einer. Jo, sehen. Der will schon wieder auf mich, ey, die Sau. Also wirklich tank. Komm her. Wirklich sehr, sehr stark. Au. Nicht gut. Der tut weh. Der tut richtig weh. Hast du noch Tränke? Der weh. Sechs Stück. Okay, ich habe noch 9. Da ist unser Freund, dein Freund, nicht unser. Ich habe ja keine Freunde. Der Online-Lion hilft uns. Ich habe ja keine Freunde. Und wo müssen wir hier anscheinend ein Portal wieder... Ne, da geht's doch noch weiter nach oben. Wie geil ist das denn? Ja, das meinte ich ja. Das ist das Paradies für dich. Alter! Heftige Kacke. Oh, der rastet aus, der Typ. Ey, das ist ja eine riesen Plattform über uns. Alter! Genau. Und hier musst du irgendwie hochjumpen. Genau, na, diese Blöcke hier benutzen. Ne, weiß ich nicht. Ja, hier hinten, wa? Aber wo geht's weiter? Ah, okay. Ich weiß, nee. Nö, doch nicht, oder? Ich weiß jetzt nicht, wie du hinkommst. Ich verschaffe mal ganz kurz einen Überblick. Achso, ja, wir sind direkt zur Mitte gegangen. Du musst ja wieder zurück. Du musst ja irgendwie wieder zurückkommen. Wir sind nämlich da, hier über diese... Da, wo wir gekommen sind? Ich glaube, das hat sich freigeschaltet, weil wir die Gegner besiegt haben. Kann das sein? Du bist jetzt nämlich über diese Dinger gejumpt. Ich weiß doch nicht, wie man jetzt wieder zurückkommt. Ja, hier komme ich niemals rüber ohne den Sprung. Gibt's ja vielleicht irgendwo ein Portal. Wenn ihr N drückt, gibt es einen Shop. Da gibt's welche. Achso. Achso, der Premium-Shop, ja, das... Ja, aber ich will ja keinen... Ach doch, könnte man natürlich für Dings kaufen, für diese... Für normale Coins, aber die kosten 1000. Ach doch, wir haben 1000, Tatsache. Also ich habe 2400. Ah, stimmt ja. Ich kaufe mir einen Stormy. Im Medium Speed Mount. Dann kaufe ich mir den Sebastian. Ja. Hast du jetzt schon zugeschlagen? Ja, gekauft. Ich weiß noch nicht, wo das Reittier ist, aber... Ah doch, da ist es. Ich glaube, das muss man auf die Taste legen, kann das sein? Das... Kann gut sein. Ah, so kann man sein Mastery-Rang leveln. Man muss Dinger in die Kollektion reinmachen. Ja. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie man das ruft. Ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin. Ich habe aber das gerade zu meiner Kollektion geaddet und habe... Ach doch, da, oder? Mit Z. Ich schaue mal gerade. Ah ja, Tatsache, mit Z. Ah. Coole Sache. Alter, wie cool. Auf jeden Fall, wie sieht deins aus? Oh, hier ist eine Spinne hinter mir. Ja, ziemlich lauchig. Warte, ich zeig dir meins. Ist aber, glaube ich, auch nicht besser. Ah, ne, ist falsche Taste gewesen. Hier. Ein hässliches Pferd. Ähnlich. Das ist schon wieder ein Legendary. Ja, aber warte mal, wie geht's da jetzt weiter? Irgendwas haben wir... Genau, ich habe gerade nach einem Portal gesucht, aber hier gibt's anscheinend keins. Oh, ich habe Disconnect, bin gleich wieder da. Mach okay. Mal weiter. Okay. Ja, gut, dass ich ein Ganzlinger bin. Aber wo geht's drauf? Ich habe das nicht gefunden. Na, da wo wir gerade rübergejumpt sind mit diesen komischen Speedblöcken, hier gibt's sogar zwei, Slay the Molten Lord und Slay the Ember Drake. Ja, einer von denen ist bestimmt ganz oben. Ja, die Frage, ich glaube, du musst sterben. Weil ich sehe keinen Weg zurück. Ehrlich? Kommt man überall nur mit diesem anscheinend, Block, ne? Darüber. Ja, genau, man kommt rüber, aber nicht mehr zurück. Das ist echt ärgerlich. Mm. Aber du hast ja dein Haus hier gleich stehen, ne? Das heißt ja, das kannst du easy wieder herkommen. Ich weiß. Do it. So, stimmt. Ja, auf der Karte ist das direkt daneben. Aber do warte it. Mal, das kann nicht sein. Wir müssen das irgendwie schaffen. Das kann. Ich verschaffe mir gerade mal von oben einen Überblick. Man sterben muss. Es gibt keinen Weg zu. Gibt es einen Weg zurück? Ne, es gibt keinen Weg zurück. Außer wenn es da ein Portal gibt, aber das sehe ich nicht. Ich gucke ja gerade. So, warte mal. Man überlebt ja in der Lava. Kurz. Ja, aber da gibt's ja nichts zum Rausjumpen, oder? Kannst du rausjumpen? Ich versuch das mal hier. Oh. Ich höre schon... Ich bin wieder am Anfang jetzt. Okay.
Ich sehe dich leider nicht mehr. Ich bin weiter oben. Ich gehe gerade etwas erkunden. Ah, verstehe. Ich bin jetzt hier die andere Abzweigung. Genau, und da geht's dann noch weiter oben. Ich muss gerade gucken, wo du bist. Ah, da unten bist du. Da bist du. Ich komme gleich zu dir. Lauf einfach weiter. Jo, mach ich. Man muss nur mal kurz Guten warten. Tag. Wegen der Energie, hallo? Du kannst doch normal rüberspringen. Du kannst doch normal rüberspringen. Ja, weil man weiß nie, ist nicht sicher. Man weiß nie, da hast du recht. Dann lieber sicher sein. Hier haben wir zum Beispiel so ein rotes Ding, aber es ist einfach, glaube ich, nur zur Optik da. Immer weiter nach oben. Und der hat 3 Sterne, der könnte echt interessant werden. Achso, die Sterne sind die Schwierigkeit, ja? Würde ich mal fast so sagen, ja. Oder vielleicht 1 Stern heißt Solo und 3 Sterne Gruppe. Ja, Leute, wenn ihr den Schilling bei mir nicht so wirklich richtig hört, das liegt halt daran, dass er etwas leckt gerade. Es tut mir leid, ich bin ein Roboter geworden. Ja. Lass mal rüberjumpen. Oh mein Gott, vorsichtig. Du musst hast du es gemacht? Einfach? Einfach raufjumpen. Raufhüpfen oder berühren? Raufhüpfen. Wow. Und auf die nächste. Vorsichtig. Du machst es hier so easy aus der Hüfte. Ich bin nicht so geübt in Pump and Run. Vorsichtig. Oh, da, oh wow. Gott. Eine richtig krass fette Festung. Ich werde mal lieber meine Jumps benutzen. Die sind besser. Oh mein Gott. Nee, doch noch nicht. Ich wollte schon sagen. Aber sieht interessant aus. Wow. Okay. Das war mal cool. Alleine der Weg hier hin. Du bist gegen die Mauer gesprungen. Okay, wir haben 2 Gegner hier. Wir haben 2 Gegner. Ich frage mich aber gerade, wo hier einer ist. Aber ein Boss. Hier, geh mal die ganzen Kleinen anlocken. Mach ich. Hier sind nämlich überall... Hier rumpelt's gerade. Ich höre das auch, jo. Oh, da kommt schon einer. Ja, und er geht wieder direkt auf mich. Gönn dir. Ne, doch nicht, er geht auf dich. Oh, doch, er geht auf mich. Oh, der tut weh, der macht Aua. Au, dieses Moltenviecher erstmal. Au, ich bin gleich tot. Au! Verdammt. Ah, genau, da ist noch so eine Spinne. Ja, und die Spinne macht mir richtig, richtig krass viel Schaden. Erstmal am besten die Spinne killen, wenn möglich. Obwohl, wir haben ihn auch gleich tot. Mode not down. Sehr coole Sache auf jeden Fall. Nicht, oder? Nee, es war tatsächlich das war wirklich normaler. Das war wirklich ein normaler. Holy fuck. Yo. Aber wo geht's hier weiter? Ah, hier hinten, wa? Hier? Was weiß. Ah, sieht so aus, yo. Die Spinne hab ich gerade gehauen. Oh, ne. Oh, verdammt, ich nehme dann. Mach mal. Wow. Und ich krieg die ganze Zeit auf die Fresse. Und hier ist sogar noch ein Viech gespawnt. Das ist total dumm, warum ich den ständig die Agro kriege. Ich hab nur noch 2. Ah, die machen mir 200 bis 300 Schaden pro Angriff, das ist so krank. Geh du mal bitte vor. Wie sieht's bei dir aus mit Tränken? 4 nur noch, es ist nicht mehr viel. Ich glaube, weiß ich nicht, nach unten oder nach oben? Das ist eine gute Frage. Da leuchtet auf jeden Fall irgend so ein Boss. Das könnte der Ember Drake sein. Wow, wirklich? Ja, das ist der Ember Drake. Oh. Weißt du, und er geht direkt wieder auf mich, ich verstehe das nicht. Warum die... Ist er unten bei dir? Nee. Oder oben? Bei dir. Ah, ich hab ihn oben, ich zieh ihn rauf. Ich verstehe das nicht, warum ich jedes Game irgendwelche Aggro von den Eiheiten ziehe. Ich bin tot. Okay. Das ist ungünstig, denn ich werde hier auf keinen Fall überleben. Es ging auch noch weiter nach unten. Ich gehe mal ganz kurz nach unten gucken. Und hier ist der Molten Lord. Ach du Scheiße. Den hast du auch noch, oder wie? Der ist unten. Ah, ich komme hier nicht mehr raus. Der blockt mich, der Drache. Ich bin tot. Oh mein Gott, wo ich... Okay, ich komme zu dir. Lauf schon mal hin. Krasse Sache. Wollen wir mal ganz kurz pausieren und dann... Oder es sind schon 14 Minuten rum. Nochmal zu dem Dungeon jetzt meinst du? Ja, auf jeden Fall. Ich würde ihn gerne haben. Oder ist der zu schwer, denkst du? Ja, wird schon irgendwie funktionieren. Okay, machen wir das. Wir machen also eine kurze Pause und sehen uns dann kurz vor dem Dungeon wieder, wa? Jo, bis dann. Okay, ciao.